Ja, ein herzliches Willkommen und da sind wir mit Zelda A Link to the Past. Sorry für die kleine Verspätung, meine Webcam hatte mal wieder keine Lust, den Stream zu starten. So, ich hoffe mal, das passt jetzt alles vom Bild her. Ich habe mal extra noch ein Overlay gebastelt. Ja, A Link to the Past, das Zelda für Super Nintendo, eins meiner ersten Spiele überhaupt. Die ich auf dem Super NES damals gezockt habe. Das lag mit dem Super Nintendo unter meinem Weihnachtsbaum. Da war ich, oh Gott, 10. Ja, ich glaube 10. Und ich war damals richtig, richtig stolz. Kam damals allerdings mit Zelda überhaupt nicht klar, also. Das war, ja. Erstmal ein älterer Text, ich hätte es jetzt vielleicht auch vorlesen können, ne? Das wäre, ja, jetzt vielleicht, naja, egal. Ja, das ist Hyrule. Das Schloss. Damals richtig nice gemacht, ne? Fand ich richtig geil. Ja, Akanim. Mit dem werden wir es auch noch zu tun bekommen. Dann später als Gegner. Und er möchte auch unsere Prinzessin Zelda entführen. Nice. So viel zum Thema Vorspann. Ihr könntet euch ja durchlesen, ne? Achso, ich muss jetzt erstmal sehen. Name eingeben. Ja, wir bleiben bei Link, würde ich sagen, ne? Wir machen einfach mal das Original. So, Link. Genau. Hilfe! Bitte hilf mir! Ich bin es, Zelda! Oh ja, da. Ich werde im Verlies der Burg festgehalten. Ich habe furchtbare Angst. Akanim hat die Burg voll unter seine Kontrolle gebracht. Und er versucht nun alles, um das Siegel der sieben Weisen zu brechen. Deshalb hat er den anderen sechs vermissten Mädchen etwas Schreckliches angetan. Nur ich bin nicht übrig. Nur ich bin noch übrig. Holt mich doch endlich hier heraus. Hilfe, ja, das machen wir gleich. Link, ich gehe kurz fort. Am Morgen bin ich zurück. Bleibe Maus, verstanden? Ja. Machen wir. Natürlich nicht. Natürlich nicht. So, da haben wir schon mal eine Lampe. Du hast die Lampe, du kannst jetzt Fackeln entzünden. Drücke den Y-Knopf. So. Ja. Ich hätte mir vielleicht eine Karte dazu holen sollen. So, ich wollte jetzt die Büsche hier wegschlagen. Ah, aber das bringt mir ja gar nichts, weil ich habe ja noch nicht mal ein Schwert. Nice. So, wir müssen jetzt zum Schloss. Wo ich im Übrigen gerade absolut keinen Plan habe, wo es lang geht. Schön die Herzchen hier, ne?
So, der lässt uns natürlich nicht rein, ne? Warum sollte der so einen Knirps wie uns hier auch durchlassen? Wir gehen. Da rein. So. Natürlich ganz... ich bin im Verlies der Burg. Ich kenne einen Geheimgang. Du musst die Burgmauer entlang, um den geheimen Zugang zum Innenhof zu finden. Ja, das habe ich gerade getan. Ah, Link, ich wollte dich nicht mit in diese Sache hineinziehen. Aber warum hast du nicht auf mich gehört und bist im Haus geblieben? Hier, nimm mein Schwert und das Schild und hör mir ganz genau zu. Unser Volk allein besitzt das geheimnisvolle Schwert mit besonderen Kräften. Halte den B-Knopf, um die Kraft zu sammeln und lass ihn los, um zuzuschlagen. Ja, bitte Link, hilf mir. Mein Ende ist gekommen. Rette die Prinzessin. Sie hat nur noch dich. Mein Ende nahe, die Prinzessin. Du bist ihre letzte Hoffnung oder sowas. Hat stand da jetzt. So, das war das. Genau. Erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen hier. Ich habe das Game, also gefühlte... ja, doch. 5, 6 Jahre nicht mehr gespielt, wenn es überhaupt reicht. So. Diamanten. Ich hatte wenigstens gehofft, meine Karte oder so zu finden. Ich weiß gar nicht, ob man die hier im Schloss überhaupt schon findet. Ja. Ich wollte gerade sagen, geh da mal durch. Danke, Link. Hallo. Oh. Alter. Steuerung ist ein bisschen hakelig mit dem Xbox 360 Controller, muss ich zugeben. Ja. Da ist ein Herzchen. Na, nice. Oh, nice. Ja, ja, komm du mal. Komm du mal. So. Gott, wo war denn das jetzt? Ah ja, da hat den Schlüssel natürlich gleich der... Ah, die Karte. Okay. so. Ah ja, das ist ein blauer, der ist ein bisschen widerstandsfähiger, wie die normalen. Hallo. Und tschüss. Bin ich nicht fies. Was hast du denn da? Gegen die Wand laufen, ne? Das ist, ja, wenn du denkst, dass es dir hilft. Bitte, tu das. So. Noch ein Herz.
Au. Da. Oh Gott, ja, genau. Ja, Link läuft jetzt noch ziemlich langsam, das ändert sich dann im Verlauf des Spiels. Okay. Wir kriegen dann noch Stiefel, die uns erlaubt zu rennen. Allerdings erst später. So, der hat den Schlüssel und den Bumerang. Ich wusste gar nicht, dass wir den schon im ersten Dungeon kriegen. Nice. Oh Mann, ich habe so viel vergessen, Leute. Ich habe so viel vergessen. Das ist echt übel. Es wird im Übrigen... Also ich werde versuchen, alles einzusammeln. Es wird aber wahrscheinlich kein 100% Run, also... Das liegt mir fern. Alter. Das wäre jetzt fast schief gegangen, ne? Ja, bist du bald weg? Ja, nervig. Ist ja nervig. Naja, greifen wir erst noch ein paar Rubine ab, bevor wir die Prinzessin retten. Irgendwie habe ich gespürt, dass du kommen würdest. Hör mal gut zu, Link. Die Burgwachen stehen alle unter Arcanims magischen Bann. Der Zauberer ist ein unmenschlicher Dämon mit gewaltiger Macht. Ich fürchte, mein Vater ist schon... Ich habe solche Angst. Verstehst du mich? Ja. Schnell, lass uns hier verschwinden, ehe der Zauberer etwas merkt. Ich kenne einen Geheimgang. Dazu müssen wir an den ersten Stock. Na los, komm schon. Ja. Nice. Und von unten wieder nach oben, ne? Ich kenne das irgendwoher, so Resident Evil-like. So laufen sie von A nach B, wieder von B nach A und von A nach C und, ja. Das Übliche halt, ne? Das Übliche halt. Ja, da stiefeln sie wieder rum, da unten. Wir kürzen allerdings ein klein wenig ab. Ja, du hast uns gar nicht gesehen, ne? Uns gar nicht gesehen. Na, ich dachte, da hinterlässt mir wenigstens ein Herzchen oder so, aber nein. Kein Herz für mich. Oh, wartet mal, jetzt bin ich irritiert. Ein Herzchen. Nice. Oh. Der ging daneben. Okay. Noch ein Herz. Na, nice. Ich glaube, hier bin ich falsch. Hier muss ich noch gar nicht hin. Hier muss ich noch gar nicht hin.
Vom Thronsaal aus gibt es einen Geheimgang zur Kathedrale. Sicher wird uns der Priester dort helfen. Nur Mut. Okay. Nehmen wir mal an, zum Thronsaal geht's hier hoch. Dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du eine Lampe dabei? Ich hab eine Lampe dabei, ja. Ich habe eine Lampe dabei. Ratten! Ratten! So. Oh, Schlangen, Schlangen, Schlangen. Wow. Ah ja, ich glaube die... Ja, die waren etwas fixer. Wow. Die waren etwas fixer. Ledermausis. Ich glaube, die musste ich gar nicht anzünden. Ah ja, ein kleiner Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel. Ja, ich glaube, die musste ich nicht unbedingt anzünden jetzt. Da habe ich nicht wirklich was davon. Nicht mehr weit, nur noch durch dieses Gewölbe. Ah, und wir haben die Kathedrale erreicht. Pass auf, wo du hintrittst, Jan. Pass du selbst auf, wo du hintrittst. So. Aber die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht besiegen. Da gibt es nichts weiter für. Au! Blöde Ratte. Ah. Nun schlag doch mal zu. Mensch, Link. Braucht aber auch lange, ja, das Schwert mal schwingt, ne? Braucht lange, ja, das Schwert mal schwingt. Alter. So, einmal durch die Tür und dann sollten wir auch gleich da sein. Ich glaube, durch die Tür kamen wir erst später, weil ich habe jetzt keine Bomben. Ich glaube, ich kriege jetzt auch keine. Au. Eins auf die Mütze kriege ich, ja. So sieht's aus. Der lässt sich verschieben, okay. Ja, nee, Bomben kriege ich nicht. Also das... Ich gehe mal lieber. Naja, wir müssen an den Hebeln ziehen. Naja, nice. Ja, ich ziehe ja gleich. Ich ziehe ja gleich. So, raus hier. Bäh, Schlangen, igitt. Ein Wunder, Prinzessin Zelda, ihr seid in Sicherheit. Hast du das getan, Link? Ja.
Ja, richtig. Link half mir aus dem Kerker zu fliehen. Jedoch erfuhr ich dort, dass Aghanim plant. Was Aghanim plant, das ist unfassbar. Er drohte mir mit den Worten: Wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Siegel der sieben Weisen brechen. Bitte, Link, lass nicht zu, dass das wunderschöne Hyrule in die Klauen des Bösen gerät. Wenn er das Siegel der sieben Weisen bricht, werden böse, dunkle Mächte hier regieren. Bevor es zu spät ist, ich flehe dich an, vernichte Aghanim. Denn nur du bist dazu in der Lage, bitte. Ich glaube, eine dunkle Macht steckt hinter Aghanims Taten und seiner schwarzen Magie. Nur eine Waffe ist imstande, im Kampf gegen die Macht des Zaubers zu bestehen. Das sagenhafte Masterschwert, doch einiges mehr solltest du noch wissen, Junge. Die Leute sagen, der Dorfälteste sei ein Nachfahre der sieben Weisen. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes, zu ihm solltest du gehen. Die Burgwache sucht dich schon überall. Prinzessin Zelda, verstecke ich hier bei mir. Ich marschiere dir das Haus... Was? Ich markiere dir das Haus Hasralas auf deiner Karte. Aber nimm dich in Acht. Mach dir keine Sorgen und zögere nicht länger, den Dorfältesten zu suchen. Hast du mich verstanden? Ja. Hab ich. Aber erstmal gibst du mir das, was in der Truhe ist. Ja, lass mich ran. Da. So, schon einen Herzcontainer mehr. Ja. Das Dorf, das war... Moment. Ja, genau, da links. Ich glaube aber, hier gab es auch schon gleich am Anfang ein paar Herzteile, die ich mir so ziemlich am Anfang schon holen konnte. Ich weiß noch nicht, ob es für einen neuen Herzcontainer schon gereicht hat. Ich weiß es jetzt gar nicht. Das war der Wahrsager, bei dem war glaube ich nichts. So, da sind wir im Dörfchen. Irgendwo war hier was. Ich überlege die ganze Zeit. Irgendwo gab es hier ein Herzteil, was ich mir holen konnte. Guck mal, Bild von Mario, ne? Nice. Grüß dich, Link. Ist nicht leicht, hier reinzukommen. So, sei willkommen. Endlich habe ich jemanden, der mir zuhört. Ich kenne eine interessante Geschichte. Bei der Flussquelle gibt es einen See, in dem jede Menge Zoras leben. Schwer zu finden. Ah, aber der Schatz der Zoras soll wirklich, das müsste man sich mal ansehen, nicht? Ja, ich glaube, zu den Zoras komme ich dann doch später. Mein Freund, hast du keine Flasche, um ein Insekt aufzubewahren? Nein. Aber ich nicht. Link, ich habe gehört, du sollst die Prinzessin entführt haben. Aber ich kann es einfach nicht glauben. Ja, super, jetzt war ich's noch, ne? Jetzt war ich's noch. Ein Huhn. So, hier können wir dann auf jeden Fall eine Wand freispringen. Das kann ich jetzt im Moment aber leider noch nicht. Boah. Ist da
übel, die alte, ne? Okay, lässt mich nicht mehr rein. Ich habe keine 100 Rubine. Ich habe keine 100 Rubine, sonst hätte ich die erste Flasche jetzt schon mitgenommen, aber naja. Ja. Ich glaube. Achso, ich bin auch. Na, ich bin auch doof. Ich bin auch doof. In A Link to the Past konnte man ja nicht springen. Ich hab's vergessen. Man konnte ja nicht springen. So, damit habe ich schon mal Bomben. Das ist schon mal nice. Jo, und da haben wir auch unsere 100 Rubine für unsere erste Flasche. So, da können wir dann, erstmal eine Fee reintun. Die uns dann heilt. So, und ich hab... Bomben erhalten, wollte ich sagen. Und wenn ihr euch erinnert, vorhin war ein Haus, wo wir was freibomben konnten. Und ja, wenn ich das jetzt gleich wiederfinde, ne? Wenn ich das jetzt noch gleich wiederfinde. Wartet mal, hier war auch was. Noch eine Flasche. Super. Ja, eins toll. Okay, hier gab es roten Trank, den könnte ich auch in die Flaschen füllen, aber ihr habt ja den Preis gesehen, ne? Das ist zurzeit für mich noch zu teuer. Kann ich mir noch nicht leisten. So, wo war jetzt dieses hässliche... Tut mir leid, ich kann nicht aus dem Haus, weil ich krank bin. Von der Kälte des Bösen, die aus den Bergen kommt, bin ich wohl krank geworden. Hier, mein Schmetterlingsnetz. Ich kann es im Moment sowieso nicht gebrauchen. Ah ja. Genau. Damit können wir Feen fangen und die dann in unsere Flasche sperren und die füllen dann unsere Herzen wieder auf. So. Pfeile? Wie ich denn mit Pfeilen? Ich habe ja noch nicht mal einen Bogen. Ich habe ja noch nicht mal einen Bogen. Geht mir die Alte auf den Sack, ey, echt.
Geht mir die Alte auf den Sack. So, ich weiß gar nicht, ob es hier noch irgendwas gab. Dieses Haus war früher das Versteck einer Diebesbande. Der Name des Anführers, ach ja, Blind hieß er. Und er hasste grelles Licht über alles. Schön für ihn. Schön für ihn. Ja, so muss es gehen, genau. Schieberätsel gehören auch zu Zelda. Ja. So. Aber ich dachte, hier wäre noch irgendwo ein Haus gewesen. Man noch was freibomben konnte. Da unten vielleicht. Sahasrara können wir dann ja gleich gehen. Hier konnten wir noch nichts machen, weil dazu. Ja, ich brauche dann dieses Buch. Dazu brauche ich aber die RAM-Attacke und die kriege ich erst, wenn ich die Stiefel habe, wo ich laufen kann. Also rennen kann. Laufen kann ich ja so, aber. Irgendwo, ich dachte, hier wäre noch irgendwo was gewesen. Für 20 Rubine kannst du eine Truhe öffnen. Ja, ich glaube, hier war irgendwo war hier ein Herzteil drin. Frage ist nur. Versuch's noch einmal. Rubine, okay, da können wir auch noch mal. Ich dachte, hier wäre ein Herzteil drin gewesen. Nochmal 50. Nochmal 50. Na ja gut, versuchen wir später nochmal. Wenn wir ein bisschen. Na wohl. Ich habe eigentlich genug Rubine. Ich dachte, da wäre ein Herzteil drin gewesen. Aber gut. Ich
hatte meinen Bruder einen Riesenstreit, deshalb haben wir seine Tür zugemauert. Ja, da ist. Na gut, die Tür ist wieder offen. Dann werde ich mich mit meinem Bruder vertragen. Ja, mach das mal. Oh. Und Link, was sagt mein großer Bruder? Ist der noch sauer auf mich? Nee, ist er nicht. Die Bombe verschwendet wegen euch Kanaken jetzt. Nee. Nee, das schaffe ich noch nicht. Da muss ich rennen können. Ihr wartet definitiv ein Herzteil auf mich, das weiß ich. Aber, ja, wie gesagt, da komme ich noch nicht ran. Fällt mir aber ein, ich hab mir mal eine Liste gemacht mit den ganzen Herzteilen. Da könnte ich eigentlich mal nachschauen. Wo ich die ersten finde. Und ob ich eventuell schon sogar einen kompletten Herzcontainer noch zusammenbekomme. Wir gehen erstmal zu Sahasrara. So. Ist ja nervig. Ach, sieh da, Link. Was willst du denn von einer alten Frau wie mir? Wie? Der Dorfälteste? Oh, es ist so traurig. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Zauberer begann, nach Opfern zu suchen. Was? Das Masterschwert? An die Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, aber vor langer Zeit soll das Volk der Hylia in diesem Land gewohnt haben. Die Legende erzählt, dass die Hylianer versteckten damals... Die Hylianer versteckten damals hier erstaunliche Schätze. Einer davon soll das Masterschwert sein. Es wurde speziell gefertigt, um gegen böse magische Wesen anzukämpfen. Soweit ich mich erinnern kann, soll das noch heute im tiefsten Innern des Waldes ruhen. Mehr weiß ich nicht. Verstehst du die Legende? Ich denke schon. Ja, hallo, Erndal. Ja, erzähl da. Ja. 10 Jahre war ich damals alt, wo ich das gespielt habe. Ganze 10. So, aber ich sollte... Immer noch markiert. Mensch, da war ich doch gerade. Da war ich doch gerade. Du warst bei Link's Awakening 5. Oh Gott. Ich glaube, mit 5 hätte ich das nicht mal... Hätte ich nicht mehr gewusst, wie ich das Modul in den Gameboy krieg. Ja, das ist schön. Das hast du mir gerade schon erzählt, damit du nicht weißt, wo es ist. Achso, die Markierung ging nicht weg, ne? Ja, das musst du mir jetzt noch... Ja, gut. Nix. Toll. Oh. Falscher Knopf. So. Ja.
Ist eine gute Frage, ne? So, die hier ruft die Wachen. Da komme ich jetzt mal nicht zu nahe. Du hast bis heute nicht über den vierten Palast hinaus geschafft. Doch, ich hab's durchgespielt, Link's Awakening. Da war ich aber 14. Und zwar musste ich da mit meinen Eltern nach Österreich in den Urlaub fahren. War voll langweilig. Ja, da hatte ich halt nichts Besseres zu tun, als Link's Awakening durchzuspielen. Ne? Ich hab's dann auch durchgespielt in den 7 Tagen, glaube ich, wo wir dort waren. Also, ja, bis zum Windfisch habe ich gespielt. Ich habe ihn auch geschafft. So, der hat mir das Netz gegeben. Das ist, ja. Oder weiß der was? Nee, ne? Ja. So, ah ne, die Flasche hatte ich schon. Die Flasche hatte ich schon. Aber hier war ich vorne noch nicht drin, ne? Und mal schauen. Mein Sohn hat sehr gerne Flöte gespielt, doch das ist lange her. Er zog aus, die goldene Macht zu suchen und kam nie mehr zurück. Wer weiß schon, wo er ist und was er macht. Ja, das, ja, wird mich so als Vater auch gar nicht interessieren, ne? Die hübsche Ik. Ja, die habe ich gesehen. Sehr hübsch. Die Frau wohnt am Wasserfall der Wünsche. Das ist die Feenquelle. Die musst du dir angucken. Du wirst sie mögen. Mhm. Mach ich bei Gelegenheit. Seit 16 Jahren nicht weitergekommen in das Bild der Gameboy nochmal. Ja, ich hatte tatsächlich bei meinem ganz alten Gameboy letztens auch das Problem. Dass der zwar einzuschalten ging, aber das Display Streifen hatte, aber nach bisschen Kontakte sauber machen ging der dann wieder. Also da funktioniert tatsächlich noch. Den habe ich damals mit 9, glaube ich, geschenkt bekommen. Also bekommen. Der ist also ja, 22 Jahre alt. Aber er geht noch. Ja, geht doch. So. Der Dorfälteste, ich darf es zwar niemandem verraten, sag es keinem Bösen weiter, erwähnt ihn, aber er versteckt sich im Palast, im Palais nahe des Ostpalastes. Ich zeichne es dir auf deiner Karte ein, also hier bist du jetzt. Ja, ich weiß, wo ich bin. Ich will ja wissen, wo ich hin muss. So, genau, einmal quer durch ganz Hyrule. Mhm. Nice. Nice. Jetzt die Flöte hätte, könnte ich so einen komischen Vogel rufen, der mich dahin bringt, ne? Aber nein, kriegen wir erst im späteren Verlauf dann. So, da brauche ich auch noch nicht rein, da brauche ich auch die Flöte. Bläh. Aua! Oh, oh, oh. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Hätte ja wenigstens mein Herz fallen lassen können, ne? Wenn man schon eins abzieht. Ah ja, stimmt, in den Büschen gab es auch Bomben, ich vergaß. Ich vergaß. Nö, nö, nö. Ja, schon wieder Pfeile. Bin gerade am Überlegen. Thank you.
Könnte ich nur speichern und beenden? Nicht normal speichern? Hey Modo! Hi! Hallöchen! Dein Mutleinchen, okay. Okay. So. Ich jetzt noch wüsste, wo ich bin. Ja. 09, hey. Hallöchen. Wo kommt ihr denn alle her? Hm? Ach so, Sino fängt erst um 8 an, ne? Es ist ja erst um 7. Ist ja erst um 7. Aber schön, dass ihr da seid. Freut mich. Freut mich. Erzählt mal, wie geht's euch? Was von dir? So. Ganz gut. Das klingt aber nicht so begeistert, ne? Das klingt nicht so begeistert. Ach ja, stimmt. Das kann man ja blocken. Hatte ich ja ganz vergessen. Aha. Aha. Du hast den Nupfnasen gesagt, dass du live bist. Das ist aber lieb... dass du live bist. Ja, dass du live bist. Genau. Dass ich live bin, das ist aber lieb von dir. Dankeschön, Herrn Dahl. So, war das die komische Feenquelle hier? Ja, gut. Konnte ich die eigentlich schon... Wartet mal. Du bist erst morgen wieder live. Okay. Nee. Ah nee, das war nur die, die meine Herzen auffüllt. Okay. Ja, irgendwo gab es auch was, wo ich die fangen konnte, ne? Herndal ist immer live. Herndal ist live dabei. So. Ein Schlag nur? Okay. Ach so. Wird morgen gezockt. Aber ich muss bei DayZ auch mal wieder reinschauen. Das ist reinschauen. War schon ewig nicht mehr. Ich weiß nicht mal. Haben die das überhaupt inzwischen wieder geupdatet, dass man wieder sieht, wann man hungrig ist oder durstig ist? Oder? Das war doch irgendwie weg nach dem letzten Update, ne? Da. Du hast das mal noch auf Ferien. Na, du ist gut. Oh. Stimmt ja, die laufen ja los, wenn ich da rankomme. Und ich habe keine Bomben mehr. Richtig, ich bin Sahasrala, der Dorfälteste und dein Nachkomme der sieben Weisen. Ist das wirklich wahr? So, ich bin überrascht. Ja, sehr schön. Ja, ich werde dir definitiv morgen bei DayZ nicht über den Weg laufen, keine Angst.
Dass ein junger Mann wie du nach dem Bannschwert sucht, des Bösen sucht. Nicht jeder kann diese Waffe benutzen. Die Legende berichtet, dass nur jener Held das Schwert führen kann, der drei mächtige Dämonen besiegt und die drei Amulette erringt. Ist dir bewusst, was das für dich bedeutet? Ja, dass ich drei Dämonen besiegen muss, ne? Hm? Dann versuche das Amulett des Mutes aus diesem Palast zu holen. Wenn du es mir bringen kannst, werde ich dir mehr von der Legende erzählen und dich eine magische Kunst lernen. Geh zum Palast. Dann ist der Spiegel kaputt. Ah ja. Ja, kommst du wieder nicht die Treppe hoch, ne? So, war der Palast jetzt das erste Dungeon, wirklich? Ich dachte immer, ich hätte den Turm auf dem Berg. Au! Mal als erstes gemacht und ich renne natürlich gleich als erstes falsch. Nice. Die Musik im Hintergrund erinnert dich an deine alten Pokémon-Zeiten. Ja, Pokémon habe ich selbst. Doch, ich hatte mal die gelbe Version. Aber irgendwann habe ich dann die Lust verloren. War nicht so meins Pokémon. What the fuck? Wow, geh weg! Ah, da. Ich wollte gerade sagen, irgendwo ging es ja nach oben. Irgendwo. Hallo? Na gut, dann gehen wir als erstes hier rein. Was soll's? Okay. Ah ja. Da ist nix. So, den Viechern müsste ich dann, glaube ich, einen Pfeil irgendwie ins Auge schießen, ne? Ach, du Scheiße, ich weiß auch hier. Ich weiß auch genau, was hier für ein Endgegner kommt. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ich hab schon jetzt Angst. So. Bäh. Wow, wow, wow. Ja, mach ich weiter. Wow. Ja. Boah, so. Naja. Ja, 100 Rubine, was will ich denn damit?
Ich dachte, es gibt einen Schlüssel oder so. Oder eine Karte. Oder einen Kompass. Ja gut, Kompass ist nicht ganz so wichtig, aber... Gut, da brauche ich definitiv einen Schlüssel. Andere Seite. Gott. Ich so nach 20 Jahren noch wüsste, wo es lang geht, ne? Das wäre... Mann, gehen wir nicht auf die Nüsse. So. Naja. Die Karte, naja, ist ja wenigstens was. Ist ja wenigstens was. So, mal gucken. Wie lange ich heute streame? Ich denke mal bis 21 Uhr, weil ich leider morgen arbeiten muss. Das war eigentlich so nicht geplant, aber naja, eigentlich sollte es auch von 20 bis 23 Uhr oder so gehen, aber ja, wie gesagt, bis 21, denke ich mal. Vielleicht auch ein bisschen länger, je nachdem. Hey, da brauche ich ja den Schlüssel. Zum Glück musst du das noch nicht. Naja, ich sag mal, wenn es ein Job ist, der einen Spaß macht, ne? Wieso nicht? Wieso nicht? Ich hätte aber ehrlich gesagt auch lieber erst studiert. Aber damals finanziell dann leider nicht machbar, weil BAföG hätte ich keins bekommen. Naja. Naja. Sind wir halt dann doch arbeiten gegangen. Das ist schön. Das bringt mir jetzt was. Ernteil.